Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine Tour durch unser Kundencenter und Ihnen dabei aktuelle Neuentwicklungen zeigen und bewährte Stellwandlösungen. Wir starten gleich hier an einer spannenden Stelle, wo es ums Thema LED-Wandmodule geht. Wir haben ein Wandmodul neu entwickelt. Wir zeigen hier eine Wand 4 Meter breit, 2,50 Meter hoch, bestehend aus einzelnen Segmenten, die 1 Meter breit sind. Wir haben Aluminiumrahmen gebaut mit einer Nut, in die man entsprechende Keterbespannungen einfügen kann. Man sieht hier sehr schön die einzelnen LEDs. Gleich im Anschluss gehen wir weiter an eine andere Position. Übrigens hier die ganzen Wandmodule, die Sie sehen, sind aus Millarwall-Stellwänden gebaut. Das heißt von außen keine sichtbare Systemtechnik. Und an der Stelle hier haben wir einen Bildschirm integriert, in dem Fall im Hochformat, einen Touchbildschirm, wo man sich verschiedene Inhalte abrufen kann. Genauso gut könnte das natürlich auch ein statischer Bildschirm sein oder ein Bildschirm, der über Gestensteuerung zu bedienen ist. Direkt daneben eine Revisionstüre, die wir jetzt neu entwickelt haben, um an dahinterliegende Elemente entsprechend ranzukommen, um diese bedienen zu können, hier in unserem Fall Fenster und Heizung. Direkt daneben zeigen wir, wie man Einbauvitrinen in Wände integrieren kann. Wir haben dazu an der Stelle einen Ausschnitt in die Wand gemacht und das Element von hinten an die Wand angeschraubt. Daneben eine weitere Möglichkeit, Vitrinen in Ausstellungen zu kombinieren. Hier über eine Nische, die wir mit den Wänden gebildet haben, wo die Vitrine einfach eingeschoben wird. Wenn wir den Blick in die andere Richtung nehmen, sehen wir sehr schön die Rückseite von der LED-Wand. Und hier haben wir auch sehr schön gearbeitet mit einzelnen Leuchtflächen, mit einzelnen LED-Wänden. Die Wände kann man auch übereinander bauen. Hier haben wir das mal demonstriert, wie das aussehen kann. 1,25 Meter plus 1,25 Meter auf 2,50 Meter Höhe. Und an der Stelle auch sehr schön zu sehen, wir haben die beiden Wände verbunden über solche Stirnwandelemente und können sehr schön Wandscheiben im Raum aufbauen, die unterschiedliche Dicken haben können, die aber aus einzelnen Wandsegmenten bestehen. Lassen Sie uns zur nächsten Station gehen. An der Stelle hier zeigen wir Standardtürelemente und so kann man auch Durchgänge in Ausstellungen integrieren. Wir haben die Türe neu überarbeitet mit neuen Beschlägen, die von außen so nicht sichtbar sind. Sie haben das Piepsen gerade schon gehört. Direkt neben der Türe haben wir ein Wandmodul eingebaut. Bei diesem Wandmodul zeigen wir, wie man wertvolle Objekte schützen kann, über eine kapazitive Technik, die in die Wand integriert ist, von außen nicht sichtbar, stört das Ganze auch nicht die Ästhetik der Ausstellung oder des Objekts. Und wenn ich hier zu nahe in den Bereich des Melders komme, löst es Alarm aus. Von außen so nicht sichtbar, sehr schön in die Wand eingebaut. Hier sieht man mal sehr schön, wie man die Wand von innen konstruiert hat. Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Konstruktionen, die Wand ohne Mittellage und die Wand mit Mittellage. Hier würde man Objekte eher von oben abhängen. Hier kann man Objekte an Nägeln oder Schrauben befestigen. Das heißt, wenn man hier einen Nagel einschlägt oder eine Schraube eindreht, hält sich der Nagel oder die Schraube in der Mittelplatte, kann nicht mehr abkippen und ist mit ca. 20 Kilo belastbar. Ein anderes spannendes Thema ist das Thema Licht. Da gehen wir mal einen Schritt weiter. Und hier an der Stelle demonstrieren wir, wie man Beleuchtung werkzeuglos an der Oberkante befestigen kann. Es geht hier über das
U-Profil an der Oberkante. Über speziell gestaltete Adapter kann man die Leuchten einfach werkzeuglos montieren. Die Kabelführung erfolgt hier oben im U-Profil. Über solche speziellen Steckverbinder kann das Licht oben in der Wand verteilt werden und über ein Kabelkanalprofil lässt sich das Kabel von unten nach oben führen. Wenn wir jetzt einen Schritt wieder weiter in Richtung LED-Wand gehen, sehen wir hier auf der rechten Seite ganz schön das Thema Oberflächengestaltung. Wir arbeiten mit wieder ablösbaren, selbstklebenden Oberflächen. Das hat den Vorteil, dass man die Wandfläche zum Farbwechsel oder zur Erneuerung einfach auswechseln kann. Wir kommen jetzt zum spannenden Thema Akustik. Und achten Sie mal auf meine Stimme, wenn ich jetzt in den Raum reingehe. Je weiter ich in den Raum reinkomme, desto mehr verändert sich die Akustik. Das heißt, wir erzielen über diese besonderen Wandmodule eine wesentlich verbesserte Akustik. Wir haben diese Wände zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt. Wenn man mal ein bisschen genauer an die Wand ranschaut, dann sieht man eine sehr feine Perforation. Das heißt, es sind Löcher hier in der Oberfläche von 0,1 bis 0,2 mm. Und dadurch ist die Wand in der Lage, Schall zu absorbieren. Wir gehen aus der Videobox raus und gehen in einen weiteren Bereich, wo es um das Reparieren oder Wiederaufarbeiten der Wände geht. Wenn die Ausstellung zu Ende ist und die ganzen Nägel und Schrauben aus der Wand wieder rauskommen, was passiert? Es bildet sich so ein leichter Grat hier. Den Grat entfernt man mit einem Senker, sodass man wieder eine schöne flache Oberfläche hat. Es kommt ein Abklebepunkt auf die Wand, sodass man möglichst wenig von den Löchern sieht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Oberflächen zu streichen. Dann kann man die Löcher einfach zuspachteln oder man kann die Oberfläche auch zu jedem Zeitpunkt auswechseln. An der Stelle hier kommen wir zu unseren sogenannten Workshop-Wänden. Und hier geht es dann mehr ins technische Detail, wo wir die Winkelstellungen zeigen, Wandanschlussmöglichkeiten und die Montagetechnik der Wände. Ich würde mich sehr freuen auf Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.